Darf ich vorstellen? Das da hinten sind Tom und Helmut. Die beiden Alpaka-Hengste arbeiten zusammen mit dem Ergotherapeuten Marco Wenzlaff. Und wir haben mal nachgefragt, wie genau diese Zusammenarbeit eigentlich aussieht. Also die Therapie beginnt immer, dass man als erstes mal zu den Tieren hingeht, sie füttert, um das Vertrauen aufzubauen. Halt. Dafür nehmen wir Pferdemüsli, das kann man dann halt aus der Hand füttern. Das kribbelt dann halt und kitzelt ein bisschen in der Hand. Und das als erstes kriegen die Patienten dann so ein paar Informationen im Umgang mit den Tieren. Ja, und jetzt darauf achten, halt nicht oben am Kopf anfassen, weil du merkst, sobald du hingehst, oben am Kopf mag er das nicht. Und wenn du merkst, dass er so zurückzieht, halt, dann ist es ein bisschen zu viel für ihn, dann lässt du ihn wieder ein bisschen Leine halten. Mhm. Es geht darum, halt das Tier zu erfahren und zu erleben. Und in der Arbeit mit dem Tier findet man die Ruhe halt und das ist einfach eine schöne Sache. Das tut dem Gemüt gut und jetzt, was man sehen kann, die fangen an, auch so ein bisschen so eine Beziehung aufzubauen halt, ne? Im Umgang mit dem Tier, der kommt dann nachher auch an und schnuppert. Und diese Beziehung zwischen Mensch und Tier entsteht auch ganz unabhängig vom Alter. Somit können Alpakas in ganz unterschiedlichen Bereichen als Co-Therapeuten eingesetzt werden. Nach meinen Erfahrungen her ist es besonders gut für Kinder nach traumatischen Erlebnissen oder psychischen Erkrankungen. Ja, man kann so sagen, aggressive Kinder, hektische Kinder werden ruhiger und lieber. Ängstliche Kinder halt, die werden mutiger durch den Umgang mit den Tieren halt. Ja. Und für Erwachsene da auch im psychischen Bereich halt besonders gut. Tiere schaffen Aktivität, ich komme raus, ich bewege mich, ich habe ein freudiges Erlebnis, was mich so aus meinem Alltagsgrau rausholt, so dass ich ein tolles Erlebnis habe, halt, was mich einfach motiviert, halt, wieder freudig am Leben teilzunehmen. Das ist für mich eine Tiefenentspannung, das ist mein Yoga, um ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Da im Alltag habe ich doch einen sehr stressigen Job, habe mit vielen Menschen zu tun, mache so Inhouse-Coaching, ne? Und habe da viele Probleme zu bewältigen. Und die helfen mir ganz gut, dass ich mich selber auch erden kann und jetzt mich runterfahren kann. Wie man sieht, der ist auch ziemlich entspannt, der Kollege. Möchtest du auch noch eine Hand voll, Marie? Dann sag mal laut ja. Ja. Ja, super, toll. Komm her. Die Geschwister Erik und Marie sind heute ebenfalls zu Besuch bei Tom und Helmut. Während es Erik schwerfällt, abzuwarten und seine Bewegungen ruhig zu koordinieren, hat Marie deutliche Defizite in der Sprachentwicklung und im Bereich des Selbstvertrauens. Ha, wen möchtest du heute haben? Wieder den. Möchtest du wieder den haben? Super. Ja? Und ich dann wieder. Weißt du noch, wie er heißt? Mhm. So? Sag mal laut Tom. Tom. Hey, super. Ja? Alpaka Tom dient bei Marie vor allem als Motivator. Immer mit dem Ziel, dass sie sich überhaupt traut zu sprechen. Und auch beim Balancieren und bei gezielten Bewegungen unterstützt Tom sie als Begleiter. Marie zeigt deutlich mehr Ausdauer und Antrieb bei den Übungen, wenn sie Tom dabei an der Leine hat. Du warst heute ganz, ganz mutig und hast ganz viel gesprochen. Ja, und ich konnte dich super verstehen. So, ihr dürft jetzt beide sie gleich nochmal streicheln und dann bringen wir sie wieder zurück ins Gehege. Einverstanden? Ja? Ja. Okay. Helmut hilft Olaf Neigel dabei, die Belastungen des Alltags für eine Weile hinter sich zu lassen. Und Tom motiviert Marie vor allem dazu, zu sprechen. In beiden Fällen unterstützen die Alpakas Marco Wenzlaff bei seiner Arbeit als Ergotherapeut. Durch ihre ruhige und ausgeglichene Art.